Nachbarn. So, bin auch wieder da. Boah, Kevin, jetzt habe ich mich aber verjagt. hallo. Grüße. Ja. Ich habe jetzt die Treppe nach unten, 3 Stufen breit und sogar Blöcke an der Seite noch. Also ist alles sehr, sehr einigermaßen sicher. Ich habe nur gerade wieder festgestellt, ich brauche unbedingt Infinity-Bogen, weil hier in Soul Sand Valley die Skelette, die machen mich einfach irgendwie ein bisschen fixig. Ja, vielleicht habe ich auch... Enrio, ich bin wieder da. Hi, hi. Ja, moin. Vielleicht habe ich ja aus... Das ist immer wieder ein Verein. Und vielleicht habe ich ja das Glück und bekomme bei einem meiner 2 Bibliothekare, es ist Nacht, entweder Time Set oder Schlafen, Tobi, ein Infinity-Buch. Also ich bin im Nether, ihr könnt noch mal so. Hi. Hallo? Ja, wir hören dich. Okay, ja, bei mir gab es gerade einen Aussetzer. Ja? Ja, ja, du hörtest dich auch gerade ein bisschen abgehackt an. Ja, anscheinend ist es wieder vorbei, das ist gut. Ja, kommst du ins Bett? Ja. Will ich, dass wir Creeper Army dann vor der Tür haben? Wäre nicht so schön. Das halte ich allgemein für keine gute Idee, eine Creeper Army vor der Tür zu haben. Ohne Infinity Bogen. Das sollte man vermeiden. Also, so. Ich muss jetzt hier auch eine Spur hinstellen. Das ist wie mit Kindern, die werden so schnell erwachsen und die Truhen werden so schnell voll. Yep. Wer schickt mir denn jetzt mit der Nachschule? Lass mich in Ruhe, ich bin am Spielen. Also Knochen dürfte hier bald auch keine Knappheit mehr dran bestehen, wenn man öfter mal in Soul Sand Valley auf die Herren mit den bleichen Gebeinen trifft. Autsch! Tobi Pixel, aua! Ja. Das ist nicht gut. Nein. Das Einzige, was es mich gekostet hat, war ein Level, also von mir. Da geht's. Das ist noch akzeptabel. Ja. Es ist direkt vor meiner Haustür gewesen, also nicht allzu schlimm. Und wie kommt es, dass du keine Levels mehr hattest? Hast du gerade verzaubert oder was? Ah, scheiße. Nein, weil ich gestorben bin. Das hat das nicht gekostet. Okay. Dann kriegt man ja immer nur 7 Level wieder. Ja. Was nicht? Nichtsdestotrotz ziemlich weh. Kann ich verstehen. Genauso wie würde ich mir jetzt tun, hier in dieser Lava zu verbrennen. Rechts Lava, lange nicht mehr gesehen und doch wieder erkannt. Das ist so. Dieses Soul Sand Geräusch, wenn man den abbaut. Ja. Oh, das Deep Slate ist auch so ein komisches Geräusch. Wie als ob man auf Schiefer klopft. Ja. Das ist richtig. Das ist gerecht. Oh, ich mag das Soul Fire, ja, aber es ist saugefährlich. Ja. Ich hol mir jetzt einen Huhn. Dann hol dir einen Huhn. Evil Chicken. Evil Chicken. Ja, das Evil Chicken, ach ja, die guten alten Zeiten. Naja. Hab vorhin gerade so rumgewitzelt. Du weißt ja auch, ne? Guck mal, der Gronkh hatte doch einen Mitspieler, ne? Ja. Tobi, ne? Ja, Tobi. Tobinator. Und der, den hat er auch ein Schwein nach ihm benannt, nämlich Tobi, ne? Ja. Und jetzt guck dir an, wie Tobis Name ist, Tobi Pick. Und ich bin doch der Honk, ne? Jetzt hab ich auch einen Tobi, hallo. passt alles so gut zusammen hier. Oh! Das bin ich wieder. Ja.
er hat es ja nach einem Schwein benannt und mein Name kommt von einem Schwein namens Meerschweinchen Tobi. Ja, mhm. Das hat ich mir jetzt schon erzählt. Aber da war ich noch nicht dabei. Ja. Und der Kevin will immer alles ganz genau wissen. Das ist ja so eine Eigenschaft von ihm. Ich brauche mehr Informationen. Ich bin eindeutig ein Mensch. Gib mir mehr Informationen. Doch, liebe Freunde von Heide, ich bin zu tief, weißt du das? Ich bin bei der Runtertrepperei bin ich zu tief runtergekommen. Und jetzt bin ich hier irgendwie 20 Blöcke unter dem, wo ich eigentlich hin muss. Also muss ich jetzt wieder nach oben bauen. Super. Das ist nie richtig. So. Aber ist es noch so weit hin, bis ich dann endlich mal ankomme bei dem Nether-Portal, bei dem anderen? Ja, ein Kittenformler so. Ja, dann kannst du noch mal kurz die Verbindung bauen. Nein, sowas dauert scheiß viel Zeit. Man einen schnellen Gang, ja, aber nicht die Verbindung komplett. Ja, das ist richtig. Schnellen Gang? Ging ja jetzt bei mir auch sehr schnell. Aber es ist ja nur ein Provisorium. Ja, aber den schnellen Gang, den hätte er eigentlich auch selber machen können. Da muss ja kein Ingenieur wie ich dran. Das ist ja so, als würdest du einen Software-Ingenieur rufen, um deinen Computer anzuschalten. Ja, Ingenieurbüro Honk. Was können wir für Sie tun? Sich den Arsch verbrennen. Ja, super, mache ich. Lieben gerne. Ja, das ist das Schönste, was mir überhaupt unterkommen kann. Sind vielleicht noch Gasts auf dem Weg? Ja, reichlich. Das ist wundervoll. Das so liebe ich das. Gab es ja auch in Minecraft das Geräusch, wenn der Charakter sich wehgetan hat. Weißt du? Ja. Das vermisse ich irgendwie so ein bisschen. Das hat viel ausgemacht. Ich habe jetzt in letzter Zeit viele Videos irgendwie auf YouTube gesehen, so über Minecraft-Geschichte, weil komischerweise mich hat es vorher nie so richtig interessiert, wie Minecraft entstanden ist und so. Und jetzt habe ich mir so mal die verschiedensten Videos angeguckt über die Geschichte von Minecraft, so In-Dev-Zeit und so weiter oder In-Dev-Zeit. Das, da weiß man dann noch mehr zu schätzen, was man jetzt so mit diesem Spiel hat, so in der Version, wie es jetzt ist. Das ist schon ein erstaunliches Ding. Jo. Vielleicht bin ich auf der Höhe, wo ich hin muss. Oh, das sieht nach Falle aus. Ja. Dir frisst Gehirn. Ich brauche ja nur noch anderthalb Erfahrungsstufen, dann kann ich wieder verzaubern. Da muss es mich doch noch verbrennen. Das böse Minecraft. Nee. Wenn ich daran denke, an die alten Zeiten, als ich, als mir Erfahrungslevel komplett egal waren, ja, die Zeit gab es tatsächlich, da hatte ich keinen Verzauberungsraum, niemals. Das war dann ja auch die Sache, weshalb ein gewisser Möchtegern-Hater dann komplett ausgerastet ist. Heute kann ich ihn halbwegs verstehen. Also, Herr R., vergeben Sie mir. Ich wusste nicht, was ich tat, oder was ich nicht tat und was ich mir entgegen ließ. Jetzt wird er sich freuen, wenn er so hört. Mann, jetzt wird er aber stolz sein. Ja, sei ihm gegönnt. So. Ich hatte ja mal bei einem relativ kleinen YouTuber, der aber jetzt inzwischen schon 3000 Abonnenten hat, der hat quasi in dem Spiel namens Warfinder geht's bei Panzerspiel und gibt's ja verschiedene Munitionsarten. Hat er ein Fahrzeug benutzt, das quasi wo die zwei Munitionsarten quasi einen riesen Unterschied machen. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, bitte benutzt doch die Munitionsart viel besser. Und dann ging das jetzt irgendwie so drei Monate lang so, dass er immer dieselbe Munitionsart genommen hat und dann irgendwann hat er die ausprobiert und so, ja, du hattest recht, viel, viel besser. Fand ich ja.
man kann ja nicht immer alles wissen und ich finde, also gerade Leute, die einem dann das Spiel irgendwie beibringen wollen und einem vielleicht auch bessere Tricks beibringen wollen, die sollten ein wenig Geduld haben. Also und nicht immer so volle Kanne drauf drücken und aufs Tempo drücken. So, jetzt mach doch mal, weil das erzeugt eigentlich nur Trotz. Ja. Ja. Da sagt man dann so, nee, jetzt erst recht nicht, wenn der Typ mir so auf den Sack geht. Nee. So nicht. Ja. Und halt dieser möchte gerne Hater, der ist mir halt tierisch auf den Sack gegangen. Vor allen Dingen mit seiner väterlichen Art, das war irgendwie so. Nicht so das, was mich dazu gebracht hätte, ihm auch nur ein bisschen zu zuhören. Alter Schwede, ist das noch weit. Aber ich bin jetzt wenigstens im Untergrund, also ich bin nicht mehr exponiert dem Herrn Kackenfrosch gegenüber, sondern Tobi, falls du dich wunderst mit Kackenfrosch, ne? Also es ist so, ich habe irgendwann für mich entdeckt, manche können es nachvollziehen, manche nicht, manche hören das genauso wie ich, manche nicht, dass der Gast immer sagt, Drachenlord. Und da ich dann mitbekommen habe, dass in meinen Google Analytics, also in meinen YouTube Analytics, auf einmal der Suchbegriff Drachenlord als ziemlich oben auftauchte und ich dann mitbekam, dass meine Freundin dann auch Videos vom Drachenlord vorgeschlagen bekam, habe ich dann gedacht, nee, das muss, ich will mich nicht mit dieser fragwürdigen Person in Verbindung gebracht werden. Und dann habe ich lieber gesagt Kackenfrosch, weil es ist ja nun auch ein Kackenfrosch irgendwie, ein fieses, ekelhaftes Viech. Oder wie Helge Schneider im ikonischen Film Texas sagen würde, eine alte grüne Opa-Unke, ein aus dem alten Stift entsprungenes Stift Blödheit. Ja, das kann man auch nur verstehen, wenn man den Film Texas gesehen hat. Die einen hassen ihn, die anderen lieben den Film, weil er so schön absolut kaputt ist. Schlafen? Also ich bin im Nether und ich habe keinen Grund zu schlafen. Ich bin noch etwas weiter weg vom Zuhause. Also mach ich mal. Timesettel? Jupp. Dann kann ich auch gleich schön nach drüben kommen, ohne mir Angst haben, ohne Angst haben. Ich habe ja noch kein Haus. Alle haben hier ein Haus. Ja, relativ. Relativ. Nur beim Honk sieht's anders aus. So, der hat nur schon immer auf. Ich hab einen Keller. Ja, ist doch auch mal was. Im Keller kann man gut Dinge verstecken. Und Leute. Also so ein Keller ist schon eine feine Sache. Was hatte ich jetzt eigentlich vor? Ach so, ja genau. Ich habe 30 Erfahrungslevel. Ich darf wieder nach Hause. Ja. Hui. Und seit einer gefühlten halben Million Jahren kein Kackenfrosch mehr. Ich muss jetzt mal echt anschauen, wie das jetzt im Nether ausschaut. Ziemlich zersprengt. Zumindest beim Portal von Herrn Kittenformler. Wieso, hattet ihr da Gas gesucht? Ein wenig. Ein wenig. Ja, in der... Dieser Kackenfrosch macht mich irgendwie ganz aggressiv. Ich glaube, da muss man was gegen machen. Ich habe noch keinen abgeschossen in dieser Welt hier. Es wird Zeit. Ja. Es ist dann der Zeit. Herr Skelett, geht gar nicht. Wie er immer respektvoll die Gegner anspricht, ich finde das so... Das ist ikonisch. Herr Tobi, das ist sehr ikonisch, dass sie so mit den Mobs umgehen. Respektvoll. Macht mich geradezu glücklich. Da möchte mein Herz tirillieren und vor Freude zerspringen. So, falls ich sowas überhaupt habe, wie ich ja immer sage. Ich weiß ja nicht, ob ich ein Herz überhaupt habe. Obwohl, ich war gestern ja beim Ultraschall und da habe ich tatsächlich einen Herzschlag gesehen auf den Bildern. Der Arzt war total cool, der hat mir nämlich gezeigt, was ist irgendwie auf den Bildern. Das fand ich, das machen Ärzte sonst nicht. Und ich fand das total cool, dass er das
mir als Laien versucht hat zu erklären, dass da eine Gallenblase ist und wozu die gut ist, und hat mich alles dann nicht gut. Wisst ihr, ich glaube, ich höre jetzt tatsächlich auf, weil ich bin jetzt etwas müde tatsächlich. Jo. Okay. Dann machen der Kevin und ich hier noch alleine weiter. Genau. Das kann ja nur schief gehen. Hoffentlich habt ihr euch noch eine schöne Nacht, und ansonsten war's das jetzt. Und dann. Ja. Würde ich sagen, ciao. Ciao, ciao. Ciao mit Y. Ciao mit. Mit was? Ciao mit. Ach, mit CH. Okay, alles klar. Das sind ja zwei Buchstaben auf eins, das geht nicht. Nein, nein. Das machst du wie Kinderüberraschung. Also dann, ciao. Bitte. Tschüss. So, dann sind wir alleine, Kevin. Ja. Müssen wir uns gut verstehen. Immer. Damit. Ja. Da ist dann auch schon er weg. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Hast du da irgendwie einen Überblick? Ja, kurz nach 11. Oh ja, das geht ja noch. Ich hab noch Kaffee, ja. Und ich trinke ihn gar nicht. Nein. Weil das ist so spannend momentan gerade mit dem Meta und so. Ich habe wirklich Spaß an diesen ganzen Nether-Gängen und so, obwohl ich mir da den Arsch abhorror irgendwie bin. Es ist irgendwie so schön kribbelt im Bauch. Ja. Wenn man da auf so einer dünnen Netherrack-Brücke steht, auf so einem Sandklotz und dann Frosch. So, jetzt müssen wir meine ganzen Knochen zusammensammeln. Ich glaube, ich werde mir bald mal ein paar Hundis besorgen. Jo. Weil das geht gar nicht, dass ich hier überhaupt gar keine Haustiere habe, die mich nerven. Und Hunde müssen sein. Ja. Und Katzen. Idiotenhunde. Idiotenhunde. In jeder Stunde sehe ich Idiotenhunde. Hundas Idioter. Ja. Ich habe jetzt übrigens zum vierten Mal, glaube ich, angefangen, die komplette Serie von Gronkh zu schauen. Ja, ich muss auch mal wieder reinschauen. Aber das habe dann immer an der Zeit. Ja. Aber ich fange dann tatsächlich jedes Mal tatsächlich an von Hallöchen, Popöchen, und herzlich willkommen zu wieder mal bei Minecraft. Die ikonischen Worte, mit denen alles begann. Oh ja. Ich habe ja auch schon überlegt, ob ich vielleicht ein Remake mache. Und zwar, dass ich mir tatsächlich die Version hole, mit der Gronkh angefangen hat. Das geht zwar nicht mit dem Launcher, den wir jetzt haben, aber es gibt Minecraft Beta oder so, oder Betacraft, genau. Das ist ein eigener Launcher. Ja, da kann man die ganz alten Versionen noch spielen. Ja, und der repariert das nämlich auch alles wunderbar. Und da habe ich mir so überlegt, ob ich vielleicht hergehe und tatsächlich, es gibt ja die Gronkh Seed, ob ich tatsächlich mal ein Let's Play anfange mit der Gronkh Seed und dann das Inselhaus baue und alles genauso wie Gronkh, mit Ausnahme von den Dingen, die mir bei Gronkh nicht gefallen haben. Wie zum Beispiel, dass er den Wolkenpalast so aus Wolle gemacht hat und so weiter. Ja, und noch nicht mal, ich glaube, hat er Arturo noch nicht mal fertiggestellt gehabt. Nein, nein, bei weitem nicht. Mhm. Er hat ja auch immer wieder umgebaut und hatte dann andere Ideen und so. Was ich ja lustig fand, das war, ich hatte von vornherein gewusst, dass das mit den Lava-Spots in der Wolle auf gar keinen Fall funktionieren wird. Nee, weil da hat man schon Probleme mit Holz. Da nimmt man doch nicht nur Wolle. Ja, vor allen Dingen, er hatte diese Erfahrung ja auch schon mit seinem Baumhaus gemacht, dass er in Brand gesetzt hat. Und wenn man richtig hingeschaut hat, dann hat er nämlich nicht das Nether-Portal angezündet. Und das damit. Laut. Ja, sondern er hat daneben geklickt und. Ja, so ikonisch. Kann man machen. Ja, aber das sind die Dinge, die uns allen passieren. Und ja, na klar. Wer weiß, ob er das vielleicht nicht alles aus dramatischen Erwägungen gemacht hat. Das weiß man bei ihm ja sowieso nicht.